Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Kongresses, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie ganz herzlich im Namen der Leopold-Franzens-Universität in einem unserer schönsten Hörsäle, das Wort ist vielleicht hier gar nicht angebracht, im Kaiser-Leopold-Saal begrüßen. Das eigentliche Schmuckstück, nämlich das Gemälde, das also die entsprechende Szene darstellt, ist ja hier verdeckt. Wie auch immer, ich freue mich, dass Sie an einem solch schönen Tag hier an unserer Universität sich zu dieser Tagung eingefunden haben. Tagung heißt ja immer auch Transfer von Wissen. Und das ist natürlich neben Lehre und Forschung auch eine wichtige Aufgabe der Universitäten heutzutage, Transfer von Wissen in die Gesellschaft. Dieser Wissenstransfer und manchmal auch Technologietransfer passiert natürlich auf alle Fälle einmal durch bestausgebildete Absolventinnen, aber natürlich dann auch vielleicht durch Gründung von Spin-offs etc., aber letztlich auch durch die Abhaltung von Tagungen und Kongressen. Und insofern freut es mich sehr, dass Sie also heute diese Tagung hier haben und wenn man sich das Programm anschaut, geradezu in idealtypischer Weise hier umgesetzt wird. Es ist als Laie, ich selbst bin ja Physiker, schaut es doch so aus, dass die Soziologie weite Bereiche der Gesellschaft tangiert, beziehungsweise die eben geradezu das Forschungsfeld darstellen. Und somit führt es automatisch natürlich im Rahmen von Forschungen zu einer Wechselwirkung zwischen Praxis und Theorie und damit zu interessanten, weiterführenden Fragestellungen und vielleicht auch entsprechenden Lösungen von großen anstehenden Problemen. Ein Blick in das Programm, das ja sehr vielfältig ist, zeigt die hohe Qualität und Breite dieser Tagung. Reichen die Veranstaltungen doch von der renominierten Böhm-Barweg-Lecture, wo wir uns ja morgen dann noch einmal in diesem Saal treffen werden. Ich selbst werde diese Lecture öffnen, bis hin zu Themen der Migration. Aktueller könnte ja das Thema gar nicht sein, wenn wir an die momentan herrschende katastrophale Flüchtlingssituation in ganz Europa, eigentlich müsste man natürlich sagen in der ganzen Welt, denken. Vielleicht hier ein kurzes Klammer auf und Klammer zu, auch die Universität Innsbruck trägt hier ihren Teil bei, um also hier an Lösungen mitzuwirken. Es ist Ihnen vielleicht bekannt oder auch nicht, dass wir auf unserem Campus, am Technikcampus, die Hälfte unserer dortigen Container, die wir hier haben, um den Platz noch zu lindern, die wir dadurch haben, dass wir eigentlich zu wenig Universitätsgebäude haben. Auf alle Fälle haben wir die Hälfte dieser Container nun dem Innenministerium überlassen für ein Verteilerzentrum. Das ist sozusagen ein gewisser Beitrag, aber der wirklich wesentliche Beitrag war, dass, wie wir das unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgeteilt haben, im Gegensatz zu dem, was man sonst in den letzten Wochen beobachten konnte, dass also Bürgermeister und Gemeinden sich hier sehr gewehrt haben, wenn sie sozusagen gebeten wurden, Flüchtlinge einzuquartieren, dass also hier ein Sturm von unterstützenden E-Mails von den Mitarbeiterinnen an das Rektorat erfolgt ist, mit dem Inhalt, dass sie das ganz toll finden, dass die Universität das macht, dass wir das machen und dass sie gerne bereit sind, noch weitere unterstützende Maßnahmen selbst beizutragen. Ich denke, so sollte es sein. Und darauf können wir auch stolz sein. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie diesen Ort hier, die Universität Innsbruck, für Ihren Gedankenaustausch gewählt haben. Ich sehe das natürlich als Bestätigung für die Qualität in Lehre und Forschung an unserer relativ jungen, aber doch sehr erfolgreichen und ambitionierten Fakultät für Politikwissenschaften und Soziologie. Es sei auch an dieser Stelle dem Organisationsteam am Institut für Soziologie rund um Kollegen Dekan Staubmann auch herzlich gedankt für die perfekte Vorbereitung und Organisation dieser Tagung. Er hat es ja selbst gerade erwähnt, dass das also bereits jetzt ein Jahr lang so geht.
Ein letzter Gedanke noch. Der Dekan der Fakultät, Herr Kollege Helmut Staubmann, schreibt ja in seinem Vorwort zu dieser Tagung, ich habe mir das angeschaut, dass, Zitat, dieser Kongress die Frage der Internationalität aufgreift und dass die Herausforderungen der Globalisierung, der wissenschaftlichen Produktivität und des wissenschaftlichen Diskurses ein Kernthema dieses Kongresses sein werden. Aus meiner Sicht, und ich wiederhole mich gewissermaßen, hätten Sie keinen günstigeren Genius Loci wählen können als eben die Leopold-Franzens-Universität. Wir sind in Beziehung auf Internationalität ganz sicher die führende Universität in Österreich, aber auch weltweit wird uns das bestätigt, dass wir in dem Indikator, in dem Ranking-Indikator Internationalität hier unter den Top 10 befinden. Der Grund ist der, dass ca. 40% unserer Studierenden, ich drücke mich sehr vorsichtig aus, ohne österreichischen Pass sind. Ja, also ich war heute Vormittag in Südtirol und der Herr Landeshauptmann sieht natürlich die Südtiroler nicht als Ausländer bei der historisch gewachsenen Landesuniversität Innsbruck für die Südtiroler, dass ebenfalls 40% unserer Faculty aus dem Ausland stammt und letztlich, das ist das Entscheidende, dass über 70% unserer Publikationen im Web of Science, also in den referierten Zeitschriften, sind zusammen mit ausländischen Co-Autoren. Ja? Und das ist wirklich eine beeindruckende Zahl, an dem haben wir auch gearbeitet. Und das ist Internationalität gelebt. Zur Internationalität gehört natürlich auch Kommunikation. Ja, man muss mit den Kollegen im Gespräch sein. Und um Kommunikation geht es natürlich jetzt auch hier in dieser Tagung. Ich wünsche Ihnen allen einen interessanten Verlauf. Ich bin sicher davon und vor allen Dingen, weil ich schon weiß, welch aufregender Vortrag Ihnen jetzt ins Haus steht von einer Altösterreicherin, wie ich Jungösterreicherin, müsste man natürlich sagen, wenn man sie anschaut. Ja. Und also interessanter Verlauf, viel Austausch von neuen Erkenntnissen und vor allen Dingen, was man sich ja wünscht, neue Ideen und hoffentlich dann auch neue gemeinsame Projekte. Alles Gute. Ja, vielen Dank, Herr Rektor, für diese freundlichen, einleitenden Worte zu unserem Kongress. Ich möchte auch gleich beginnen mit Dankensworte an das Rektorat. Das Rektorat hat unseren Kongress sehr großzügig finanziell unterstützt. Und was ich besonders hervorheben möchte, wir haben die Infrastruktur unserer Universität zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist heutzutage, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit und deshalb möchte ich das besonders erwähnen. Besonders erwähnen auch das Büro für Öffentlichkeitsarbeit und Kulturservice unserer Universität, das das Design unseres Kongresses, das Logo und die Broschüre zusammengestellt hat. Ja, wir haben viele Unterstützer, bei denen ich mich jetzt noch bedanken möchte. Zu meiner eigenen Überraschung hat es auch eine Reihe von privaten Firmen, Unternehmen gegeben, die uns finanziell unterstützt haben. Sollte hier die Logos abgebildet sein. Ich möchte sie trotzdem kurz erwähnen. Baumarkt Würth, Bundesimmobiliengesellschaft, Café Denk und Café Katzung, zwei Kaffeehäuser in der Altstadt von Innsbruck, die ich beide sehr empfehlen kann. Wenn Sie einmal einen Platz brauchen, der ein wenig abseits des Kongresses ist, Firma Holle ist für unsere Kaffeepausen zuständig. Das Land Vorarlberg hat uns finanziell unterstützt und möchte ein wenig kritisch hinzufügen. Es gibt naheliegendere Länder, die uns nicht unterstützt haben, vor dem Vorarlberg. Und dann noch ein Institut für Sozialwissenschaft, GESIS und zwei Verlage, die uns finanziell unterstützt haben. Wir haben ein besonderes Angebot bekommen von einer Softwarefirma, das ist Verbis, die uns auch finanziell unterstützt hat und darüber hinaus erst kurz vor dem Kongress uns eine Lizenz für ein Softwareprogramm
zur Auswertung von qualitativen Daten zur Verfügung gestellt hat. Das ist in diesem Umschlag hier zu haben. Und wir haben mittlerweile mit der Methodensektion verhandelt. Die Methodensektion wird eine Ausschreibung machen und das beste Exposé wird prämiert bei der Generalversammlung, die ich hiermit noch einmal ankündigen möchte. Am 4. Dezember in Wien wird dieser Preis dann im Wert von ca. 500 Euro an das beste Exposé vergeben werden. Ja, beim Kongress wäre auch unvollständig, wenn es nicht eine eigene Buchausstellung geben würde. Wir haben 5 der wichtigsten deutschsprachigen Verlage bei uns, Duncker und Humblot, Universität Verlag Konstanz, Nomos, Transkript und der VS Springer Verlag, der ja auch der Verlag unserer österreichischen Zeitschrift für Soziologie ist. Natürlich darf ich auch erwähnen, dass die Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie einen finanziellen Beitrag geleistet hat, aber der wesentliche Beitrag unserer Fakultät war wohl, dass mein Referent Sven Jeschke in ganz professioneller und hervorragender Weise die Vorbereitungen getragen hat, in Zusammenarbeit auch mit unserem Bürokauflehrling Vanessa Vöger. Also diesem Team gebührt mein besonderer Dank und ich glaube, viele von Ihnen kennen auch bereits dem Namen nach meine ÖGS-Referentin Christina Fürhabter, die auch eine ganz wichtige Stütze in der Vorbereitung des Kongresses war. Und wir haben ja auch viele studentische Hilfskräfte, die jetzt vor Ort mithelfen, einen guten Ablauf des Kongresses zu gewährleisten. Sollte hier abgebildet sein. Ich versuche es einmal. Genau. Aber zur eigentlichen Substanz unseres Kongresses haben wohl unsere Sektionen und Mitglieder beigetragen, denen ich ganz besonders danken möchte. Wir haben den Kongress auf 3 Tage anberaumt und hätten aufgrund der Nachfrage und der vielen Angebote für Sessions, die wir bekommen haben, eigentlich noch mindestens einen Tag länger benötigt. Also das Programm ist relativ dicht geworden, weil wir nicht mit so einer regen Teilnahme gerechnet haben. Das Kongressthema Österreichische Soziologie in internationalen Verflechtungen wird auch in besonderer Weise unterstrichen, dass wir viele ausländische Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Wir haben hier Kolleginnen und Kollegen aus Belgien, aus Deutschland, Griechenland, Italien, Japan, Norwegen, Schweiz, Spanien und auch die USA. Insgesamt sind es in etwa 250 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich war im August in Chicago beim amerikanischen Soziologiekongress, da waren beträchtlich mehr, ca. 5000, aber wenn man die Teilnehmerzahl bezieht auf die Demografie, dann haben wir ca. doppelt so viele als der amerikanische Soziologiekongress. Also bei Ihnen allen möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die wohl sehr, zum Teil sehr aufwendige Vorbereitungsarbeit und nun für die Teilnahme. Ich glaube, dass wir soweit einmal alle Voraussetzungen geschaffen haben, um eine wissenschaftlich und auch kollegial erfolgreiche Konferenz hier in Innsbruck zu haben. Nun, bevor ich unsere Eröffnungsvortragende vorstellen darf, möchte ich noch ganz kurz einige organisatorische Dinge zum Kongress zusammenfassen. Wir haben heute noch
nach dem Eröffnungsvortrag eine Präsentation einer Methodenkooperation in Österreich. Silvia Kritzinger wird darüber berichten. Das Projekt heißt PUMA in der Kurzfassung und daran anschließend zur Lage des soziologischen Nachwuchses. Ich denke, dass gerade auch unser Thema der Globalisierung, Internationalisierung die Lage des Nachwuchses dramatisch verändert hat und aufgrund einer Anregung der studentischen Mitglieder des Vorstandes ist diese Plenarveranstaltung zustande gekommen. Und beenden werden wir es mit einer Plenarveranstaltung, die üblicherweise den größten Zuspruch erhält, ein Welcome-Dinner drüben in der SOWI, das um 19 Uhr beginnen wird. Es wird keine formale Eröffnung geben, also wenn Sie sich um 19 Uhr dort einfinden, beginnt das Abendessen. Wahrscheinlich wird die studentische Plenarveranstaltung etwas länger dauern, das ist aber kein Problem, weil wir dann genügend Zeit haben, dass alle schlussendlich sich zur dieser Welcome-Dinner-Party einfinden. Dann haben wir noch kurz das Plenarprogramm für morgen. Um 11 Uhr beginnt die Böhm-Bawerk-Lecture. Rektor hat das schon erwähnt. Das ist die renommierteste Vortragsreihe, die wir als Nachfolgefakultäten der alten SOWI-Fakultät haben. Viktor Litz ist der Referent und wir haben diese Böhm-Bawerk-Lecture eingebaut in dieses Programm, was ich denke Sinn macht, dass wir hier ein wirklich wunderbares Publikum für diese soziologische Böhm-Bawerk-Lecture heuer haben. Dann haben wir am Nachmittag noch einmal zwei Plenarvorträge zum Thema, Kollege Max Haller und ein japanischer Kollege, der das ISA-Forum in Yokohama im letzten Jahr organisiert hat, Kiyomitsu Yui, werden zum Thema referieren. Und im Anschluss wird es eine kleine Diskussion dazu noch geben. Und ganz besonders freue ich mich, dass es auch gelungen ist, ein Konzert in den Ablauf unseres Kongresses einzubauen. Wir haben von einem italienischen Sozialwissenschaftler und Musiker das Angebot bekommen, etwas zum Thema unseres Kongresses als musikalisches Programm anzubieten und das haben wir sehr gerne angenommen. Mich freut auch, dass der Vorschlag, den wir bei der Generalversammlung gemacht haben, dass die Sektionen ihre Business Meetings, wie man heute so sagt, hier haben werden. Wir haben das für Freitagabend vorgesehen. Es sind eine ganze Reihe von Sektionen, die ihre Veranstaltungen da abhalten werden. Sie sehen das hier, es gibt auch noch einen Anschlag drüben bei der Registrierung, wo Sie sich aktuell informieren können. Ja, und dann haben wir noch den Samstag und am Samstag gibt es eine Podiumsdiskussion zu einer wohl der Ikone der Internationalität österreichischer Soziologie, das Institut für höhere Studien, wurde eine prominent besetzte Podiumsrunde eingeladen, unter anderem auch ein ehemaliger Gastprofessor Aaron Sicorel, der dabei sein wird. Ich habe dann die Ehre, ein Resümee zu ziehen, ein Abschlussstatement zu geben und im Rahmen dieses Abschlussstatements wird auch noch Kollege Rudolf Richter berichten über die Vorarbeiten, über das Forum der International Sociological Association im nächsten Jahr in Wien. Ich denke, das passt auch wunderbar als Abschluss zum Thema unseres Kongresses. Ja, soweit ein nochmaliger Überblick zum Programm. Und jetzt darf ich unsere erste Plenarreferentin kurz vorstellen. Und es ist ganz
ernst und ehrlich gemeint, dass ich mich sehr, sehr gefreut habe, dass unsere Anfrage an Sie positiv aufgenommen worden ist. Karin Knorr-Zediner gehört ja zu den Beispielen zeitgenössischer Soziologie, die im internationalen Kontext wahrgenommen wird. Üblicherweise, wenn man internationale Bedeutung österreichischer Soziologie hört, dann denkt man an Lazarsfeld, Jahoda, an Alfred Schütz und wenn man Musiksoziologe ist, auch noch an Kurt Blaukopf. Aber es gibt eben auch wirklich wunderbare aktuelle Beispiele und Karin Knorr-Zediner ist, denke ich, dazu wahrscheinlich das beste Beispiel. Ich darf Sie in aller Kürze vorstellen, mit einer gewissen Freude kann ich sagen, dass Ihr Karrierebeginn sehr ähnlich meiner eigenen war. Sie kommt aus der Steiermark und hat dann in Wien Soziologie studiert und war am Institut für höhere Studien, Postgraduiertenstudium und danach auch einige Jahre als Assistentin tätig und dann begannen ihre Amerika-Abenteuer. Sie war Ford Fellow an der University of California in Berkeley, sie war Max Kade Research Fellow am Department of Sociology der University of Pennsylvania. Ich habe jetzt nur ein paar dieser Punkte herausgegriffen und im Jahr 1981 hat sie sich an der Universität in Bielefeld für Soziologie habilitiert. Es folgten weitere USA-Aufenthalte und sie wurde dann 1983 Professorin für Soziologie an der Universität in Bielefeld, übersiedelte dann 2001 an die Universität in Konstanz, wo sie 2010 emeritiert ist und seither ist sie Professorin für Soziologie am Department of Sociology der University of Chicago und mit September dieses Jahres übernahm sie die Leitung des Department of Sociology dort, ich denke wohl eines der international renommiertesten und geschichtsträchtigsten Institutionen, die die Soziologie global vorzuweisen hat. Forschungsschwerpunkte Wissens- und Wissenschaftssoziologie, auch die Finanzsoziologie. Ich habe nur ein paar Publikationen herausgegriffen, die mir selbst irgendwo besonders interessant erschienen sind. Bei Suhrkamp zwei Bücher, Die Fabrikation der Erkenntnis, dann ein anderes Buch Wissenskulturen, ein Vergleich naturwissenschaftlicher Wissensformen. Das ist ein Buch, das ursprünglich unter dem Titel Epistemic Cultures bei Harvard University Press erschienen ist und 2014 erschien The Oxford Handbook of the Sociology of Finance und als letztes Beispiel möchte ich noch anführen das Buch, das sie gemeinsam mit Aaron Sicorelli ausgegeben hat, Advances in Social Theory and Methodology Towards an Integration of Micro and Macro Sociologies, das bei Routledge erschienen ist. Sie wurde für ihre wissenschaftlichen Publikationen und Leistungen mit den höchsten Ehrungen ausgezeichnet. Wiederum nur einige, die mich besonders beeindruckt haben. Das war der Robert K. Merton Professional Award der American Sociological Association, Ludwig Fleck Preis for the Best Book of the Year in Social Studies of Science, ein Ehrendoktorat der Universität Luzern und viele weitere angesehene Ehrungen. Ich denke, man kann sagen, dass Karin Knorr-Zediner mit ihren wissenschaftlichen Leistungen und mit ihrer internationalen Karriere so etwas wie ein Best-Practice-Beispiel für erfolgreiches Bestehen österreichischer Soziologie am internationalen Parkett darstellt und sie hat damit wohl eine gewichtige Stimme zum Thema unseres Kongresses. Ich freue mich jetzt auf Ihre Ausführungen und darf Sie um Ihr Referat bitten. Sehr. Ja, ich freue mich natürlich auch. Ich warte jetzt auf die, Sie sind da.
Ich kann das weiter bewegen. Wunderbar. Ich freue mich riesig, dass ich hier bin. Ich bin ja immer wieder mal in Österreich, aber nicht oft genug. Und sicherlich nicht zu solchen Gelegenheiten. Ich danke insbesondere dem Rektor der Universität hier und natürlich Herrn Staubmann für die Einladung und für die Organisation der ganzen Angelegenheit. Ich muss mich gleich am Anfang mehrfach entschuldigen. Erstens, weil ich gelegentlich auf Deutsch stottere und natürlich auch auf Englisch stottere. Wenn man im Ausland ist, kann man dann beide Sprachen irgendwann nicht mehr. Also im Voraus eine Entschuldigung dafür. Auch vielleicht dafür, dass, und darüber bin ich etwas nervös, der Vortrag wird auch einiges an Kritik enthalten und diese Kritik, da können Sie dann dazu sagen, entweder sie ist falsch oder sie ist überholt, auf jeden Fall ist sie inadäquat. Und, das kommt daher, dass Herr Staubmann mich ersucht hat, eher einen reflexiven Vortrag zu halten und nicht einen wissenschaftlich, einen Forschungsbericht hier zu machen, und das werde ich auch tun, eine Art Durchgang durch die drei Universitätslandschaften, in denen ich länger tätig war. Einerseits natürlich Wien und Österreich, dann aber Deutschland, Bielefeld vor allem und Konstanz und nun Chicago. Ein Grund für meine Freude ist auch, und Arthur Stinchcomb fragte das ja einmal, ob man die Mütter und Väter der Soziologie vergessen sollte. Er fand, man sollte das nicht. Und ich finde, man kann sie auch gar nicht vergessen. Und worauf ich mich freue, ist ein paar meiner eigenen Mütter und Väter und Brüder und Schwestern hier wieder zu sehen und ihnen auch persönlich danken zu können. Ich denke zum Beispiel an das Institut für höhere Studien, Herrn Pellikan, Helga Nowotny, die ja nicht hier sein wird, aber Hermann Strasser, aber auch Kolleginnen und Kollegen wie Herr, Marina Fischer und Peter und Eva Kreisky. Ich weiß, dass nicht mehr alle am Leben sind, Hans-Jörg Zilian, natürlich auch im Wissenschaftsministerium gab es interessante Gespräche mit Herrn Höllinger, der ja nun wieder das Institut für höhere Studien leitet. Insofern ändert sich auch wieder nicht so viel. Und diese Gelegenheit, die Sie mir damit gegeben haben, auch Danke zu sagen, die möchte ich hervorheben. Nun beginnt dieser Durchgang und Rückblick. Ich versuche einerseits, aber mit konkreten Beispielen und nicht mit abstrakten, etwas einzugehen auf die jeweilige Wissenschaftskultur in den drei Ländern, die ich nannte, aber auch auf Strukturbedingungen. Das heißt auch, was ist mir als Beobachter in diesen Ländern, in gewisser Weise ja immer auch als Fremder, was ist mir aufgefallen? Wenn man von Graz nach Wien kommt, ist man ja auch Fremder. Zunächst mal wird man so angesehen. Was ist mir als Fremde aufgefallen? Natürlich ist das kein Gesamtüberblick über das Gesamtsystem, sondern es sind sozusagen Schlaglichter auf bestimmte Dinge. In Österreich insbesondere Dinge, die mich dann auch irgendwo weggetrieben haben. Da war auch ein Push-Faktor da, nicht nur ein Pull-Faktor. Und dieses ein bisschen davon ist mit dem Titel, der dann noch genauer kommt, Selbstprovinzialisierung eingefangen. Nun, ich habe in Wien studiert und Wien, und auf der linken Seite dieser Folie finden Sie einige Gegebenheiten, die mir damals auffielen, die ich aber gar nicht so negativ fand. Wien war immer noch Zentrum und ist es wahrscheinlich heute noch. Wien war Zentrum, aber mit einem etwas verblühter Garten der Kreativität, wenn man es vergleicht mit der Zeit von Wittgenstein und Loos und vielen anderen und Musil und Trotsky und ich weiß nicht was noch alles und Schönberg und Mahler und so weiter, dann war es ein etwas verblühter Garten der Kreativität, aber es war schon noch ein Garten, nicht? Es war ein wirkliches Zentrum. Es hatte ein paar Aspekte, die ich damals interessant fand, auch heute noch interessant fand, ich weiß nicht mehr genau, ob sie noch in der Form vorhanden sind. Es hatte eine gewisse Theatralität, und das war mehr als die Goffmannsche Presentation of Self in Everyday Life.
Man hatte eher den Eindruck, dass als wäre die künstlerische, die reichhaltige künstlerische Vergangenheit von Wien in das Alltagsleben eingedrungen. So viele Freunde gehabt, die Episoden durchlebt. Dass es irgendwie diese Beobachterposition verstärkte. Denn wenn man Performance hat, wenn das Leben kulturell performiert wird, dann braucht man dazu Beobachter. Diese Beobachtung, dieses Leben um mich herum, das fand ich schon ganz gut eigentlich. Das fand ich ganz gut. Eine öffentliche Konversation Burgtheater hätte nicht werden sollen. Dieser Schauspieler gestern Abend gespielt hat, darum ging es sehr viel. Es ging sehr viel um Musik, aber es ging um es geht, wenn es diese Gesprächskultur gibt und die gab es, auch das fand ich. In Chicago zum Beispiel. Aber es gab auch, und das ist mehr auf der rechten Seite, einige Dinge, die mir damals nicht so gefielen. Eine Form, man könnte sagen, politischer Appropriation von sozialer Macht. Was meine ich denn damit konkret? Parteien spielten eine Riesenrolle, nicht? Und das wissenschaftliche Belohnungssystem, das funktionierte mit politischen Interventionsmöglichkeiten. Das war nicht so ganz direkt und nicht sehr grob, aber es war schon da, nicht? Man hatte den Eindruck zum Beispiel, um eine Position zu bekommen, musste man im Wissenschaftsministerium manchmal mehrere Jahre lang antichambrieren. Ich fand das nicht so gut. Ich hatte eine sehr objektivistische Wissenschaftsvorstellung und das gefiel mir nicht sehr. Es war eine Beziehungsgesellschaft. Man musste jemanden kennen oder es wurde wahrgenommen, als ob es notwendig sei, jemanden zu kennen, um irgendwas zu tun, etwas zu erreichen und etwas zu tun. Man musste Leute kennen. Also das, was heute ja so populär ist der Netzwerkbegriff, obwohl er das nicht ganz fasst, was da im Spiel war, aber man könnte ihn anwenden darauf. Und diese Wichtigkeit, vor allem von parteipolitischen Beziehungen, die hat sehr, sehr viel durchdrungen. Und das ist auch in meiner nächsten Folie drinnen. Man hatte Interlocking Circles, würde man das auf Englisch nennen, immer noch. Kulturelle und politische Eliten miteinander relativ stark verflochten, sich kennend, miteinander sprechend, einen kleineren Kreis bildend, nicht, es ist immer nicht die ganze Stadt gemeint. Und die Währung dieser ganzen Angelegenheit waren eben Beziehungen und war das Kennen. Die Schnittstelle zur Wissenschaft war das, was ich an der Wissenschaft die professionelle Ebene nennen würde, der professionelle Aspekt, nicht der epistemische Aspekt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Politik in die tatsächliche Durchführung von Studien eingreift. Das hat sie nicht getan, aber auf der professionellen Ebene, wenn es um Karrieren ging, wenn es um Berufungen ging und so weiter, dann war das schon der Fall. Und das ist für mich die professionelle Ebene. Wen hat man beobachtet, sowohl an der Universität als auch am Institut für höhere Studien? Ich hatte immer den Eindruck, man beobachtet die Politik. Später habe ich festgestellt, dass Wissenschaftler eigentlich Wissenschaft beobachten sollen und andere Wissenschaftler beobachten müssten und das auch tun. Das zumindest geschieht in den USA sehr deutlich. Aber das war nicht so der Fall zu dem Zeitpunkt, als ich in Österreich war. Auch mit dieser epistemischen Verflechtung meine ich auch
Infrapolitik war dabei, war nicht maßgeblich vielleicht, aber es war dabei. Mit Infrapolitik meine ich die damalige Politik der Studierendengeneration, die ja versuchte, Änderungen zu bewirken. Die hat natürlich auch Einfluss genommen und Dinge verändert. Natürlich gab es auch das, was Sie alle kennen werden, das ist wahrscheinlich heute noch der Fall, eine Unterproduktion von Stellen. Warum sage ich nicht Überproduktion von qualifizierten Personen, sondern Unterproduktion? Weil wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, dann gibt es vermutlich heute noch, aber eventuell werden Sie mich korrigieren, zu wenig Stellen, die diese Relation zu Studierenden und so weiter herstellen. Eine Konsequenz der ganzen Angelegenheit war etwas, das ich auch erst nachträglich voll verstanden habe, eine Art Trennung von Agency and Structure. Diese Giddensche Konzepte, die passten in gewisser Weise recht gut, denn ich fand, dass ich damals in Österreich mit sehr vielen Akteuren konfrontiert war, die international, entschuldigen Sie mich, wenn ich es so ausdrücke, voll wettbewerbsfähig waren. Im Gegenteil, die haben mich ausgebildet in einer Weise, so dass ich dann wettbewerbsfähig war. Also es ging nicht um Personen, es waren die Strukturen, die ein gewisses Problem bereiteten. Die auf der Personenebene hatte ich überhaupt nicht den Eindruck, dass das passiert, was ich jetzt nennen werde Selbstprovinzialisierung. Das war nicht der Fall. Was meine ich mit Selbstprovinzialisierung? Ein weiteres Ergebnis der Situation in Österreich, glaube ich. Ich meine das in den Forschungsarbeiten, die ich selbst durchführte, die auch andere durchführten, die ich kannte, relativ viel Anwendungsorientierung war. Das ist ja an sich nichts Verkehrtes. Es gab das Motto der sozialen Relevanz. Es gab einen sozialdemokratischen Staat, der glaubt an Staatsinterventionismus und finanzierte Studien zu dem damaligen Zeitpunkt relativ ausgiebig, finanzierte Studien, die irgendein österreichisches Problemchen in den Griff nehmen sollten oder auch ein größeres Problem untersuchen sollten, das, was der Staat als Problem auffasste. Natürlich hat der Staat die Ergebnisse jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt nie umgesetzt, wenn er sie überhaupt angesehen hat. Also das war ja wohl nicht die Absicht. Aber auf jeden Fall hat man es finanziert. Das hat aber dazu geführt, dass das Ergebnis dieser Untersuchungen, die technisch oft riesig kompetent waren, nicht wirklich veröffentlicht wurde, jedenfalls nicht im internationalen Raum, sondern veröffentlicht wurde als Forschungsberichte. Dann gab es schon das nächste Projekt, man kam gar nicht dazu und es hing auch nichts davon ab. Es hing absolut nichts davon ab, dass man international veröffentlichte. Das geht natürlich nicht, wenn man da keinen Feedback-Loop hat, dann geschieht es auch nicht. Warum auch? Wissenschaftler, auch ich, bin oft zufrieden, wenn ich glaube, ich habe die Sache verstanden. Ob ich die nun veröffentliche oder nicht, ist eine andere Frage. Und das ist aber doch eine Selbstprovinzialisierung, die, wenn man sie nicht will, dann sieht man an dem Wort auch, dass sie eigentlich nicht notwendig ist. Nicht? Man müsste das nicht so machen, aber es schien mir der Fall. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit zur Diskussion und Sie werden mich in diesen Beobachtungen auch korrigieren. Nun, der Weg hinaus in die Internationalität war das Institut für höhere Studien damals für uns Studierende. Da konnte man in der Tat externe Perspektiven absorbieren, die viel analytischer waren, die auch in einer anderen Sprache stattfanden. Mit analytisch meine ich also nicht offensichtlich nationalstaatlich, nicht an eine bestimmte Sprachgemeinschaft und Sprachtradition gebunden. Und das Institut war LinkedIn, würde man das heute nennen, mit der globalen Soziologie. Interessant war auch, dass man, wenn man einmal am IHS war, dann blickte man sozusagen auf den Rest der österreichischen Soziologie zurück. Man war schon einen halben Schritt außen. Und zwar deshalb, weil man ununterbrochen
mit externen Besuchern, Professoren aus anderen Ländern konfrontiert wurde, die das vermittelt haben. Und dann hatte man sich bei Annette im Café daneben angetroffen, mit denen abendelang diskutiert. Nicht, man war einen Schritt entrückt, man war schon auf halbem Weg. Das hat natürlich nicht jeden dazu geführt, sich auch von Österreich zu verabschieden, aber mich hat es dazu geführt. Mein erster Schritt war eigentlich nach Berkeley für ein Jahr mit einem Ford-Stipendium noch des Instituts für höhere Studien. Und es hat mich selber einige Zeit gekostet zu verstehen, und ich weiß nicht, ob ich es heute tue, warum ich das als solche Befreiung empfunden habe. Denn im Grunde hat mich ja nichts in Österreich gezwungen, es hat mich nichts dort gehalten, das mich in irgendeiner Weise verhindert hätte, dass ich ins Ausland gehe. Und trotzdem habe ich es als Befreiung empfunden. Ich glaube, es war die Befreiung der Sozialität, die dann auch noch ein... Das fand ich nicht so gut damals. Und ich will aber jetzt nicht auf Berkeley eingehen, es würde zu weit führen, sondern auf Deutschland. Und in Deutschland hatte man diese Selbstprovinzialisierung nicht, und ich habe sie nicht gesehen, aber es gab schon einen gewissen Internalismus, könnte man das nennen, und das will ich ein bisschen besprechen. Zunächst mal die Anwendungsorientierung, die ich in Österreich sah, die war nicht da, es war das Gegenteil, es war eine relativ starke Theorieorientierung, wobei Theorie in Deutschland überwiegend etwas sehr Spezifisches meint, nämlich theoretische Exegese, 100 Jahre Max Weber und nun 100 Jahre Luhmann. Also das ist nicht die amerikanische Theorie, die amerikanische ist mehr theoretische Soziologie, nicht Theorie bezogen auf eine bestimmte Forschungsfrage. Also die Anwendungsorientierung ist sicherlich nicht da, aber der Internalismus, ein Internalismus war da und ist heute noch da, der ist nicht weg. Der ist nicht weg, auch heute nicht weg. Und das bedeutet, die Publikationsstrategien sind vorzugsweise intern. Deutschland hat ja auch eine riesige interne Umwelt im Vergleich zu Österreich und daher ist auch genug Platz und genug Rezeption vorhanden, man muss nicht nach außen gehen. Österreich hat das, glaube ich, wie die Schweiz notwendiger. Deutschland hat das nicht so notwendig. Also man publiziert vorwiegend im deutschsprachigen Raum. Man hat sehr schwache, wenn überhaupt, Review-Verfahren. Das ist natürlich nicht gut im internationalen Raum. Wenn man überhaupt Universitätsverlage hat, dann sind sie meistens Abkredit von irgendwelchen Reihendruckern. Sie sind Gatekeepers, nicht? Universitätsverlage im amerikanischen Raum, die haben diese Gatekeeper-Rolle, die haben sehr starke Review-Verfahren und schließen sehr viel, können sehr viel ausschließen. Sprachraum, obwohl selbst Germanistikprofessoren, wenn sie Rektor einer Universität sind, dann sagen, bitte, der Zug ist abgefahren, ihr müsst Englisch lernen und können und auf Englisch publizieren. Das ist ja schon eine Leistung, wenn ein Germanistikprofessor das sagt. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht auf der Studierendenebene, die nicht gut genug vorgebildet sind und natürlich, wie ich auch, natürlich lieber Deutsch hören und reden. Und es funktioniert leider eben auch nicht unter den Fachkollegen. Die internationale Anbindung ist in Deutschland in Spezialgebieten relativ gut. Zum Beispiel die Mannheimer Schule mit ihren quantitativen Studien, die Ethnomethodologie, die in Konstanz angesiedelt waren, die waren immer verbunden mit Kalifornien und Los Angeles. Die ist vorhanden, aber der Besuch von einem Aspekt der Wissenskultur, einer Wissenschaft, der ja auch sehr wichtig ist, von internationalen Konferenzen im Ausland, insbesondere dem American Sociological Meeting, der American Sociological Association, die ist sehr, sehr wichtig für viele Aspekte. Der findet auch kaum statt, also sehr, sehr wenig statt.
Und das ist natürlich ein Internationalisierungsproblem, wenn man das so macht und so sieht. Auf der politepistemischen Ebene gibt es in Deutschland sehr viel mehr Distanzierung. Es ist ja ein sehr viel größerer Staat. Es ist nicht auf ein Zentrum konzentriert. Es gibt daher nicht diese Interlocking Circles, die ja nur dann stattfinden könnten, wenn man wie in Paris oder Österreich ein Zentrum hat wie Wien. Aber Regulierung der Universität ist sozusagen Reformaufgabe der Politik. Das hat auch damit zu tun mit der Profilierung von Wissenschaftsministern. Das ist ja eine Ländersache in Deutschland, die Universität. Und in den einzelnen Ländern, jeder Wissenschaftsminister macht das wieder zu seiner Aufgabe, die vorherigen Reformen nochmals zu reformieren. Und die Universität seufzt, nimmt das an, macht dann irgendwas und wartet auf die nächste Reform. Es ist auch Teil der Koalitionspolitik. Es ist aber organisationssoziologisch interessant, nicht? Wie kommt ein Staat eigentlich dazu, die Interna einer Organisation wie der Universität bis ins Detail zu regulieren? Wir hatten zwei Bände, ich lüge nicht, zwei Bände so dick, Universitätsgesetz, dass unsere Fakultätsverwaltung, Herr Lücke, immer in die Fachbereichssitzungen mitbrachte, damit man in der Sitzung noch nachschauen konnte, was muss man hier eigentlich tun, was ist hier vorgegeben. Zwei Bände. Das meine ich, das Universitätsgesetz war auch ein Objekt im Alltag, ein schweres, das musste man an der Seite haben und musste damit. Also in Deutschland hat man ja nicht die österreichische Einstellung zur Regulierung, nicht zu Regeln. Österreich hat eine gewisse Distanz, glaube ich, immer noch zu Regeln. Man muss sie mit dem Spielraum, den Wittgenstein ja auch konzeptuell herausgearbeitet hat, den kann man im Alltag umsetzen. In Deutschland muss das durchbuchstabiert werden. Und daher ist das auch im Alltag der Universität, das Universitätsgesetz, das sich dann ständig ändert, ein Aspekt der ganzen Angelegenheit. Ich glaube, der für mich, den ich am schlimmsten empfunden habe, Aspekt in Deutschland, ist, dass die Universität als Reformuniversität, die aus den 60er Jahren hervorging, die Universität wurde als imaginierte Klassengesellschaft gesehen, ne, mit drei Klassen. Ich sage imaginiert, weil ich aus anderen Kulturen weiß, dass nicht so sein muss. Daher, es ist ja nicht eine naturgewachsene Angelegenheit. Es gibt die ontologische Annahme von Status- und Interessensgruppen mit sozusagen strukturellen Konflikten und der Staat hat dann die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Konflikte ausgeglichen werden, dass es Interessensvertretungen gibt, dass es geordnete und nicht ungeordnete Dominanz, sondern geordnete Einflussnahmen gibt. Und das wird durch das Universitätsgesetz gesichert. Es ist wiederum auch Staatsaufgabe, sicherzustellen, dass Mitbestimmung stattfindet, Mitspracherecht stattfindet, dass das alles auf eine Ebene der Demokratie gehoben wird. Sodass wir eine Universität mit quasi parlamentarischen, oppositionellen Gruppen und Gremien hatten, innerhalb derer wir operiert haben. Das natürlich hat Konsequenzen. Erstens, und ich würde hier wirklich dabei bleiben, dass das eine Obstruktion ist, eine Kategorisierung, die Gruppierungen auferlegt wird, die sie dann zum Teil mindestens auch annehmen, die sich selbst so sehen, und die dann eine Politik der Statusgruppenkonfrontation als kognitive und diskursive Beschäftigung auch durchführen. Und diese Inszenierung, die hat nicht nur dazu geführt, dass Entscheidungen zwar ausgehandelt wurden zwischen diesen Gruppen, aber dann man sich nicht mit ihnen identifizierte. Wir haben jede Fachgruppensitzung verlassen, jeder hat den Kopf geschüttelt, was wir jetzt wieder entschieden haben. Und auch waren das unsere Entscheidungen, nicht? Niemand anders war da drin gesessen. Aber sie hat auch Vertrauen aus dem System heraus definiert. Und ich glaube, wenn Sie das Vertrauen aus einem Sozialsystem herausnehmen, nicht? Mit dieser imaginierten Klassengesellschaftskonzeption, dann tun sie dem System nichts besonders Gutes an.
Wir schauen uns jetzt noch die Vereinigten Staaten an. Und in den Vereinigten Staaten, das ist eine sehr weitreichende Universitätslandschaft. Ich muss mich und will mich konzentrieren auf das, was dort Research University heißt, die Forschungsuniversität. Das sind eigentlich die Top-Universitäten. Ich kann nur das wirklich machen, weil ich an einer solchen bin. Das ist eigentlich die Humboldt-Universität, aber übernommen von den Vereinigten Staaten, nicht mehr ganz im Spiel, zum Beispiel in Deutschland. Diese Universitäten können sowohl privat und öffentlich sein. Es sind meist nicht mehr als die Top 15, vielleicht 20 Unis. Sie haben bestimmte Konstellationen da, die nicht uninteressant sind im Vergleich zu Deutschland und Österreich. Zum Beispiel Wettbewerb. Zwischen diesen Universitäten besteht ein massiver Wettbewerb. Man beobachtet die anderen Mitspieler und man nimmt es als eigene Aufgabe an, sich ständig neu zu erfinden, um in diesem Wettbewerb zu reüssieren und versucht, dieses auch zu leisten. Nicht? Also ich beobachte indirekt immer wieder, zum Beispiel in Chicago, Harvard oder Yale, was machen die, wie groß sind die Admission Packages, wen haben sie eingestellt, wie können wir da im Spiel bleiben, ohne Probleme zu kriegen. Es gibt sehr viele Feedback Loops. Nicht? Wenn Sie in dieser Wettbewerbssituation nicht reüssieren länger, dann bleiben Ihnen die guten Studierenden weg. Es gibt alle möglichen Dinge, die daran gebunden sind, dass man in diesem Wettbewerb auch Finanzierung natürlich, dass man sich auf ihn beziehen kann und sagen, man ist top in den ersten 5 oder in den ersten 10, aber nicht viel weiter. Es gibt eine sehr starke Reflexivität im Sinne von koordinierter und organisierter Datensammlung, der Anstellung von Statistikern und so weiter, die Universität beobachten in diesem Vergleich, die Daten nehmen und zusammenführen, die messen, wer kommt zu uns, wie sehen die Studierenden aus, welche Qualitäten haben sie, wo gehen sie hin nachher, mit welchen Grades schließen sie ab, was zahlten sie dafür, etc., etc. Alles das, da gibt es sehr stark ausgebaute Einheiten in den Universitäten, die sich darum kümmern. Auf der Studierendenebene ist diese Intensität und das Engagement vorhanden, das mir in Deutschland zumindest auf der Undergraduate-Ebene schon oft in der Soziologie, man muss immer sagen, das sind auch Fächerkulturen, sehr gefehlt hat. Nicht? Ein amerikanischer Studierender in meinen Kursen liest 100 Seiten pro Woche. Ein deutscher Studierender, selbst in Konstanz, das besser war als Bielefeld, hat wahrscheinlich nichts gelesen. Wenn sie 5 Jahre nichts lesen, dann kommt da was anderes raus. Also diese Intensität und das Engagement der Studierenden hat natürlich mit einer ganzen Reihe anderer Dinge zu tun. Aber vielleicht gehe ich zuerst darauf ein, dass in dieser Forschungsuniversität nicht die Annahme einer imaginierten Klassengesellschaft da ist, sondern die Annahme einer Interessenseinheit. Und diese Einheit wird in Rhetorik, in Universitätspolitik, in der Admission, der Zulassungspolitik, in der Lehre selbst, im Training, in den Belohnungssystemen versucht und hergestellt. Natürlich ist diese Einheit auch nicht automatisch, daran muss gearbeitet werden, aber man versucht sie zu machen. Das ist wieder organisationssoziologisch interessant, weil wir wissen ja aus der Organisationssoziologie, dass in Organisationen in der Regel die Ziele der Leitung und die Ziele der Mitarbeiter und die Ziele von Gruppierungen in der Organisation abweichen können. Das versucht man hier zu verhindern. Ziele im Hinblick auf die Stellung in diesem Wettbewerb und die Leistungen in diesem Wettbewerb. Man hat eine fast vollständige Individualisierung. Man hat keine Gruppen, die sich gegenüberstellen, sondern Individuen, die entscheiden. Es gibt also keine Statusgruppen entschiede, aber es gibt ein oder zwei Regeln, zum Beispiel Mitarbeiter ohne Tenure, die noch nicht eine lebenslange Position haben, können nicht mitentscheiden bei Tenure-Entscheidungen. Das macht ja auch einen gewissen Sinn, nicht?
Und die zweite Regel ist die, dass nur volle Mitglieder eines Departments entscheiden können, zum Beispiel über Dissertationen und über andere Department-Angelegenheiten. Also sie müssen in einem Department aufgenommen sein, aber es ist egal auf welcher Ebene, auch als Assistenzprofessor entscheiden sie mit. Man hat auch, glaube ich, statt dieser Gruppenklassenannahme Prozessannahmen der epistemischen und professionellen Entwicklung von Fakultätmitgliedern, vom Assistant Professor zum Full Professor, und man erzeugt das wiederum, diesen Prozess, dem gibt man Hilfestellung durch Mentorship-Programme, nicht für Studierende, sondern für Fachbereichsmitglieder, durch bestimmte Sequenzierung der Aufgaben. Man macht zuerst das, irgendwann wird man Graduate Studies Director, irgendwann dies und jenes und so weiter. Und durch das Belohnungssystem. Die Forschungsuniversität, um zu den Studierenden zurückzukommen, ist hochgradig selektiv. Wer aufgenommen wird, das sind sehr wenige Leute natürlich. Wir nehmen 10 oder 12 Studierende auf in unser Graduiertenprogramm jedes Jahr in Chicago. In diesem Programm selbst lernen sie wieder Forschung. Sie schreiben Forschungspapiere praktisch von Tag 1. Sie schreiben kleine und größere Forschungsanträge vom zweiten Jahr an. Das Ganze dauert 6 bis 8 Jahre in der Regel, nicht 2 Jahre. Sie machen Teaching Assistantships und sie machen ihre eigenen Lehrveranstaltungen als Teil der Ausbildung. Es gibt ständig Preise und Distinktionen, wiederum Hervorhebungen, die Leute motivieren sollen. Aber sie haben auch volle Finanzierung, in der Regel für 5 bis 6 Jahre. 5 Jahre auf jeden Fall, ein Jahr dann noch optional, abhängig von ihren Leistungen. Was dabei nicht uninteressant ist bei der amerikanischen Forschungsuniversität, die Sie ja wahrscheinlich auch aus verschiedenen Beschreibungen und Nachrichten kennen, ist, dass wir, ich schau mal, was hier noch kommt, die Preisstellung der Kosten für Studierende eine sehr interessante Aufgabe ist, die wir in der Regel falsch einschätzen. Wir denken meistens, naja, bei dem muss man $50.000 pro Jahr an Tuition zahlen und dann kommt man rein. Erstens kommt man dann nicht rein, sondern man kommt nach Qualitätskriterien rein. Das haben die nicht notwendig, sich das zahlen zu lassen. Aber diese 50.000, das ist der Toppreis, den manche Leute zahlen. Was aber dahinter steckt, sind ganz andere Überlegungen. Zum Beispiel der Studierendenkörper, wie die Studierenden zusammengesetzt sind, ist für diese Forschungsuniversität ein integraler Bestandteil ihrer Attraktivität. Die versucht nicht, Studierende aus Upper Classes mit sehr viel Einkommen und nur solche zu haben. Da würde sie nicht lange überleben, da würde sie nicht lange attraktiv sein. Sie versucht, eine gewisse Diversität zu erzeugen, und das nennt man Shaping of Student Body in dem Admission-Prozess. Dabei gilt allerdings, je höher die Tuition ist, je höher die Kosten der Teilnahme an dem System, desto mehr Rekrutierungsoptionen hat die Universität. Aber das heißt nicht, dass alle den gleichen Preis zahlen, sondern das heißt, dass es Dutzende verschiedene Preise für diesen Studierendenkörper gibt, die bezahlt werden sollen. Und dass die Diversität des Studierendenkörpers selbst eine enorme Aufgabe ist. Die Top-Preiszahlenden, das gibt es natürlich, die finanzieren in der Regel diejenigen, die weniger zahlen können oder sollen, mit. Kostengünstige Fächer wie Englisch finanzieren das Ingenieurwesen mit, zum Beispiel. Das muss man da auch mit einbeziehen. Der Preis Range ist angepasst an das Elterneinkommen. Man versucht, Preise zu haben, bei denen Eltern nicht mehr als 10% des Einkommens für das Studieren ihrer Kinder zahlen müssen.
Wenn die Eltern natürlich sehr viel verdienen, dann können sie auch viel mehr zahlen, und das ist immer noch 10%. Nicht? Aber wenn Eltern Verdienste unter 65.000 Dollar haben oder unter 125.000 in manchen Unis wie Stanford, dann zahlen die Studierenden überhaupt nichts. Sie haben also ein ganzes bunten Fächer von Preislagen, die die Universitäten nicht öffentlich machen, sondern mit denen sie aber operieren, um diesen Studierendenkörper zu rekrutieren. Ich habe jetzt noch ein paar Statistiken und dann eine Ausblicksfolie. Ich sage, Research-Universität kann sowohl öffentlich als auch privat sein. Meistens haben die öffentlichen Undergraduates zum Beispiel 4.400 oder so in Princeton und Chicago. Out of state oder in state, die privaten Universitäten rekrutieren mehr Leute aus anderen Ländern. Der Anteil Graduate-Studierenden zu Undergraduates ist sehr viel. Die Beziehung zwischen Studierenden und Fakultätsmitgliedern ist anders, 1 zu 20 versus 1 zu 6 zum Beispiel. Man muss auch sehen, und das mag man vielleicht auch nicht für gut halten, dass die 10 Top-Departments, zum Beispiel in der Anthropologie, man muss das fächerweise machen, 60% der Fakultätsmitglieder der anderen Teile der 10 Top-Departments stellen. In Chicago ist Anthropologie am Platz 1 rangiert, in den USA. Sie stellen also 60% der Fakultätsmitglieder der anderen Teilnehmer in diesem inneren Zirkel. Und die 4 höchst rangierenden Departments, bei denen kommen 71% aus der Top-Universität. Das ist also ein stark geschlossener Markt, wenn man es mit einem Markt vergleichen will, ne? Wo die 10 Besten immer die 10 Besten rekrutieren, stellen, dafür herstellen und so weiter. Stellt andere Statistiken, weil in diesem System natürlich auch viel von Geldern abhängt und von Kosten abhängt. Billionen würde auf Deutsch Milliarden sein, aber immerhin. Also in Chicago 3,52 Milliarden Dollar das Budget jährlich. 89 Nobelpreisträger, in Harvard 4,2 Milliarden jährlich, 47 Nobelpreisträger, das ist schön, nicht? Dass Chicago mehr hat. An der Universität Wien und an der Universität Bielefeld, die Beträge, die Finanzierung ist natürlich sehr viel geringer und die Studierendenzahlen sind sehr oft höher. Also das sehen Sie ja hier, dass das auch eine Rolle spielt und spielen muss. Meine letzte Folie, ein paar Fragen zur Zukunft und auch zur internationalen Verflechtung, über die ich indirekt schon was gesagt habe. Bei den USA habe ich es nicht gesagt, aber nicht deutlich genug gesagt, aber die Rekrutierung für Universitäten, für die Top-Forschungsuniversitäten, die ist global. Wir haben, glaube ich, mehr Studierende aus Ostasien als aus den USA. Das ist vielleicht so ähnlich an der Universität Innsbruck mit anderen Rekrutierungsherkünften. Ich glaube, dass der US-Typ der Forschungsuniversität sich nicht schnell erübrigen wird, sondern dass er weiterhin am Leben bleiben wird und vielleicht auch blühen und gedeihen wird. Und ich weise auf ein paar Beispiele im europäischen Raum hin, die ETH Zürich und, was ich nun hörte, vielleicht auch die Innsbrucker Universität, sind entweder auf dem Weg dazu oder bereits da, sind solche Forschungsuniversitäten, nicht? Mit sehr vielen Fakultätsmitgliedern aus dem Ausland, aber auch mit sehr vielen Studierenden aus dem Ausland und mit internationalen Publikationen. Was auch international interessant ist, ist eine gewisse Arbeitsteilung. Zum Beispiel in manchen Bereichen von China, in Taiwan, bildet man Undergraduates im eigenen Land aus, schickt
Sie aber für die Graduiertenausbildung nach England, nach Europa, England und nach in die USA. Man macht also die Graduierten-PhD-Ausbildung nicht im eigenen Land. Auch das ist eine Option. Was man darüber hinaus im Auge behalten muss, ist die zunehmende Differenzierung. Es ist ja im Moment so, dass auch in Deutschland bereits Privatuniversitäten vorhanden sind. Und manche davon sind gar nicht schlecht. Die Zeppelin-Universität zum Beispiel hat sehr gute Studierende gegenüber der Universität Konstanz am Bodensee, sehr gute Studierende und ist eine Privatuniversität. Frankfurt hat Anteile einer Privatuniversität. Also das wird vermutlich weiter passieren und muss unter Umständen auch passieren, wenn die öffentlichen Gelder nicht da sind. Was sicherlich eine Frage bleibt und ein Problem auch sein kann für amerikanische Universitäten, sind diese politepistemischen Verflechtungen. Insbesondere die Staatsuniversitäten, die ja in Amerika auch von den einzelnen Staaten finanziert werden, wie Berkeley, leiden unter Gelderkürzungen zu bestimmten, die dann wieder davon abhängen, wie ist die Wirtschaftslage dieses Staates und sie leiden manchmal unter der Art des politischen Regimes, das am Werk ist und das der Meinung ist, man brauchte unter Umständen Wissenschaft überhaupt nicht oder sollte sie völlig privatisieren. Das ist natürlich eine Ausgangslage, die auch den amerikanischen, oft sehr gut dastehenden Staatsuniversitäten wie Berkeley größere Schwierigkeiten bereiten kann und sie zwingt zu versuchen, die privaten Komponenten zu erhöhen, damit aber auch die Selektivität zu erhöhen. Das Massenuniversitätssystem, das wir in Deutschland hatten und haben, das ist eine politische Wahl. Solange diese politische Wahl vorhanden ist, wird die Massenuniversität natürlich immer gewisse Schwierigkeiten haben, mit dieser spezialisierten Forschungsuniversität voll mitzuhalten, aber sie hat andere Vorteile. Das darf man nicht ignorieren. Die Massenerziehung in den Vereinigten Staaten ist nicht gut, nicht? Und die ist in Europa besser. Und das kann mit der Massenuniversität natürlich auch, nicht nur, aber auch geleistet werden. Ich glaube, ich muss jetzt aufhören, die Zeit ist am Überschreiten oder überschritten. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und ich hoffe, die kleinen Kritiken haben Sie nicht allzu sehr gestört. Ja, vielen Dank für die wunderbare Analyse. Wir haben in der Tat ein wenig überzogen, bevor jetzt alle fluchtartig den Raum verlassen. Ich glaube, die Wissenskulturen zwischen Amerika und Europa unterscheiden sich auch dadurch, dass wir in Europa ein wenig auch bereit sind, manchmal die Zeit zu überziehen. Nicht allzu viel, aber immerhin ist noch ein Kaffeepausenpuffer, sodass die nächsten Sessions auch wieder pünktlich beginnen können. Ich glaube, es war eine wunderbare, sehr treffende Analyse und bin eher erstaunt, dass wir relativ gut davon gekommen sind mit der österreichischen Universitätskultur. Vielleicht ein Hinweis aus meiner Seite, was mir eingefallen ist beim Zuhören. Wir haben unser Wissenschaftsministerium nicht optimal besetzt. Vielleicht wäre das noch eine Karriereperspektive, die wir uns alle, denke ich, sehr wünschen würden. Wir haben leider jetzt keine Zeit mehr für eine Public Discussion. Es wird ja am Samstag noch einmal eine Podiumsdiskussion mit Karin Knorr-Zettiner geben, wo wir versuchen werden, auch ein wenig das Publikum stärker einzubeziehen. Vielen Dank noch einmal an Karin Knorr-Zettiner und danke auch für Ihr Dabeisein.